Ja, hi, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Einer meiner Lieblingsstellen hier. Vorne ist ein Düker und deswegen ist das hier auch alles noch eingezäunt. Gefährlich. Gefährlich. Aber ich habe natürlich ein Video, wo ich daher gegangen bin. Das ist auch schon verjährt. Und die EGLV hat das auch schon gesehen. Muss ich in die Beschreibung des Videos nachher reinmachen. Jedenfalls ist das einer meiner Lieblingsplätze hier. Wollen wir mal gucken. Hier haben Arbeiten stattgefunden. Als ich das letzte Mal hier war, lag der Bach noch in Sohlschalen. Oh, guten, stabilen Abfluss. Doch gut Fische drin. Was an der Einwanderung liegt, gleich von der Lippe, wo der Bach jetzt gleich mündet. Können die so ein bisschen den Bach aufwärts wandern. Das war übrigens auch letztes Mal schon so. Trotz der Sohlschalen. Das hat die Fische nicht gestört. Das ist natürlich bei so einem Wetter immer ein bisschen suboptimal, die Schönheit des Ganzen irgendwie zu teilen, weil, naja, ist alles so grau und nass und wenig. Ja, ich war. In meinem anderen Video war ich hier bei Sonne und im Sommer. Das ist gleich was ganz anderes. So, hier waren die Sohlschalen. Ja. Ach, wie lange mag das jetzt her sein? Eigentlich kurz nach meinem Video haben die hier die Arbeiten begonnen und die Sohlschalen rausgeholt. Da gab es noch auf der EGLV-Seite, habe ich noch kommentiert, habe ich noch geschrieben. Gut, dass ich vorher noch mal da war. Da kam eine riesige Antwort noch von denen. So Augen, die einen beobachten, das haben wir gesehen. Macht der Bach hier eine Kurve gen Westen, Osten natürlich. Mal gucken. Upsassa. Ja. Das sieht ja natürlich gar nicht so schlecht aus, ne? Muss man ja mal zugeben. Komischerweise sehe ich jetzt keine Fische. Als die Sohlschalen noch drin waren, waren ja welche. Und gar nicht mal so wenige. Muss nichts heißen.
Ja, gut. So aus ökologischen Gründen natürlich super, ne? Der Bach kann sich hier schön ausbreiten. Nee, anderen sich sein eigenes Bachbett suchen. Also mehr oder weniger, ne? Da kann das natürlich nicht jetzt wie so ein richtiger totaler Wildbach, aber ja, schlängelt sich halt schon so ein bisschen hier durch, ne? Macht sich breit, ist ja gut. Es gibt Flachwasserzonen. Wo sich die Fische schön in so beruhigten Zonen zum Laichen ablegen können. Grundwasserzufluss. Ich möchte aber wenigstens einen Fisch sehen. Das kann ja gar nicht sein. Hier waren noch ganz viele drin. Weiß nicht, Nasen oder Barben oder sowas. Das ist auch gut. Dieses Totholz im Fluss. Da können sich dann die Wasserlarven, Fliegenlarven, schön in der Baumrinde ein Plätzchen suchen. Das lieben die nämlich. Und wie gesagt, auch weiterhin dann hier so stillwasserartig, wenig durchflossene, ja, knapp wenig Wasser durchflossenes Dings hier ist für einen Eisvogel gut, hier dieser Abbruch. Der kann da nisten. Hier können wir die Fische laichen in den Bereichen. Puh, also das sieht richtig gut aus, ganz klar. Kompliment. Kompliment an den Lippeverband. Das haben die mal richtig gut gemacht. Ja, wie gesagt, leider regnet es und es ist irgendwie wenig einladend. Wenigstens ist der Wind weg jetzt. Der war vorhin noch hier. Boah, das war so richtig ungemütlich. Finde ich aber auch gut, dass man hier lang gehen kann, dass nichts eingezäunt ist, dass man sich das mal in Ruhe anschauen kann. Gut für Wildtiere, wenn die Durst haben, Rehe oder so, dann sind die nicht nur auf die Lippe angewiesen. Ich meine, der Bach war ja vorher schon hier okay, aber naja, es war für die Tiere halt schwieriger, da runterzukommen, ne? So ein Reh, eine steile Böschung, da überlegt er sich ja noch zweimal, auch wenn es Durst hat. Und geht dann lieber zur Lippe. Aber an der Lippe sind dann irgendwelche Paddler oder so, Kanuten. Und wenn die dann, trauen die sich da nicht hin, die Rehe, wenn da zu viel los ist. Jetzt haben sie hier doch die optimale Gelegenheit. Ja, jetzt gehe ich mal hier lang, aber es dauert bestimmt, bis ich hier nochmal wiederkomme. Schön im Sommer mal bei schönem Wetter. Weil wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingsplätze gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auf jeden Fall nicht. Ach du Schande, okay. Jetzt schlängelt er sich hier einmal so richtig noch so rum. Ich glaube, das war nicht. Ich meine, er werde. War das letzte Mal auch so? Nee.
glaubte eigentlich, der würde, wäre straight in die Lippe gegangen jetzt hier. Aber diese Schleife hier, ich meine, die wäre neu. Ich meine, die Lippenmündung war vorhin letztes Mal da. Ist natürlich deswegen auch gut, wenn die Lippe Hochwasser hat, ne? Weil wenn der Bach natürlich so gerade da reingeht, dann staut das extrem zurück, dann ist ja alles unter Wasser. Der Bach hat irgendwie, ja, staut auch zurück. Aber jetzt durch diese Schleifen, natürlich auch dann wird er zurückstauen, aber nicht auf so kurzer, steiler Strecke. Also steil, ich meine, Bach, jetzt fängst du an voll zu plästern. Ich sehe das schon, ich lege mich gleich hier voll auf den Bart. Ah, aber richtig gut gemacht. Guck mal, da hinten schon wieder so eine Wand, die der Eisvogel mit Sicherheit früher später dankbar annehmen wird. So viele Möglichkeiten hat er nämlich gar nicht. Wir sind natürlich dabei, die Lippe zu entfesseln. Hier in der Nähe wird ja auch der, wie nennen die das, Halima? Da wird so ein Deich zurückgebaut. Auch um der Lippe ein bisschen mehr, ja, zurückzugeben, wie es früher halt mal war, ne? Im Sommer kannst du hier schön den lauschiges Plätzchen suchen. Und hier hast du, falls dir die Sonne irgendwann auf den Sack geht zu sehr, kannst du dich sogar, hast du sogar ein bisschen Schatten. Ein perfekter Platz eigentlich. Sag dich, dass es einer meiner Lieblingsplätze ist. So, jetzt kriegt der Bachlauf wieder ein bisschen Dynamik hier. Gucken wir uns mal an. Ja. Das breite, schwungende geht jetzt hier in so eine etwas steilere Fließstrecke ab, über. Das Gefälle hier, klein bisschen. Ah, genau, da vorne war früher, bis da. Da kann man ganz gut sehen. Könnt ihr das erkennen? Da, wie das so. Und da. Eine gerade Linie, das war die Mündung. Jetzt haben sie hier so eine schöne Schleife noch mal reingemacht. Quasi hat sich der Bachlauf dadurch um knapp 100 Meter verlängert. Ja. Und hat dadurch sogar so ein richtiges Mündungsdelta jetzt hier bekommen. Was ist das denn da? Das ist ein Baum, okay. Ja, dadurch, durch diese Turbulenz, jetzt riecht man wieder so ein bisschen das hier gereinigtes Kläranlagenwasser drin ist. Macht doch einen großen Anteil des Bachwassers aus. Das riecht man dann immer, ne? Dieses typische saubere Kläranlagenwassergeruch. Aber kein Problem.
Bach selbst noch genug Wasser hat und nicht nur aus gereinigtem Abwasser besteht, gibt es überhaupt keine Probleme. Dann klappt das auch mit der Selbstreinigungskraft. Bei größerer Fließlänge dann löst sich das alles früher, später zwar nicht in Wohlgefallen auf, weil das darf man eben nie vergessen. Die Kläranlagenabläufe, das ist optisch super klares Wasser. Das ist natürlich aber kein Trinkwasser, ne? Weil es nicht keimfrei ist. Ja, und jetzt haben wir hier so einen richtig schönen, so ein Mündungsdelta hier. Das ist natürlich richtig perfekt hier für die Fische, ne? Auch für Frösche. Und die könnten hier zumindest, obwohl, nee, Frösche brauchen Stillgewässer. Hier letztendlich fließt es da doch so ein bisschen. Etwas Strömung ist schon. Vor allem, wenn mal Hochwasser ist, dann ist alles. Die suchen sich genauso Tümpel aus und irgendwas, wo halt das Wasser nicht fließt. Kleine Sandbank hier drunter noch. Wenn das Lippe hat ja etwas Hochwasser. Wäre dem nicht so, wäre jetzt hier auch nicht so viel, würde es nicht so ganz so hoch. Ist ja schon so ein Rückstau, wie man sieht. Dann würde die Sandbank hier aus dem Wasser gucken. Das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Oh Mann, ich bin nur am Labern. Wahrscheinlich denken auch einige, kannst du nicht einfach mal die Fresse halten? Mache ich jetzt. Ach, da. Das ist komisch. Das ist ganz weich.